Gewaltalarm am Ballermann. Auf Mallorca häufen sich Fälle, in denen Türsteher brutal gegen Touristen vorgehen. Auf der Feiermeile in der Schinkenstraße liegt ein Mann am Boden. Ein Türsteher tritt auf ihn ein. Als sein Freund helfen will, bekommt er unvermittelt einen Schlag ins Gesicht. Beide sollen Mitglieder einer Kickermannschaft aus dem Schwarzwald sein. Weil einige von ihnen im Biergarten eines Clubs immer wieder geraucht haben sollen, ist der Streit mit den Türstehern offenbar eskaliert. Weitere Videos zeigen, wie die Fußballer mit Schlagstöcken durch die Straße gejagt werden. Dann bedrohen die Türsteher einen Zeugen, der das Ganze filmt. Der getretene Mann hat einen Riss im Trommelfell, muss ins Krankenhaus. Auch die anderen werden offenbar von den Türstehern geschlagen. Schließlich beendet die Polizei diese Gewaltorgie. Fälle wie diese häufen sich gerade auf Mallorca und das bereits jetzt, noch bevor tausende Touristen mehr auf die Insel fliegen werden.